Hochwürdigster Herr Abt, hochwürdiger Pater Supria, Pater Bernhard, liebe Professoren, Forschungsdekan Pater Wolfgang sehe ich unter den Zuhörenden. Es ist eine große Freude, dass doch eine beachtliche Zahl unserer Studierenden zu diesem ersten Vortrag von 7 über 7 gekommen ist, vor allem wenn man weiß, dass viele von euch bereits 8 Stunden Lehrveranstaltungen heute gehabt haben. Es ist mir eine große Freude, diese neue Vorlesungsreihe, Vortragsreihe zu eröffnen. Und es ist eine große Freude, dass der Erste, der 7 über 7 eröffnet, Monsignore Dr. Bernhard Kirchgässner ist, den ich kurz vorstellen möchte. Monsignore Kirchgässner ist Jahrgang 1958, er ist Priester der Diözese Passau, geboren aber in Buchen im Odenwald. Er studierte auf dem Weg zum Priestertum von 1977 bis 1979 an einem renommierten Ort in Heiligenkreuz. Damals waren wir noch nicht so. Das war damals der Anfang eben jetzt auch des heutigen Priesterseminars Leopoldinum. Nach dem Lizenziatstudium, das sich bereits mit einer liturgischen Thematik auseinandersetzte, wurde er am 29. Juni 1983 in Salzburg von Erzbischof Berg zum Priester geweiht. Es folgten mehrere Kaplansjahre und Aufgaben in der Seelsorge, parallel dazu ein Promotionsstudium an der Universität Passau bei Professor Karl Schlemmer im Bereich der Liturgiewissenschaft. 1993 wurde er mit der Dissertation »Kein Herrenmahl am Herrentag« über die Frage nach der sonntäglichen Eucharistiefeier zum Doktor Theologie promoviert. Es folgten Lehrstuhlvertretungen in Passau, aber zugleich auch ein sehr breiter Einstieg in die Erwachsenenbildung. 2002 wurde Dr. Kirchgässner zum Direktor des Exerzitienhauses Maria Hilf ernannt, zugleich zum Domvikar und zum ersten Künstlerseelsorge der Diözese Passau. 2008 folgte die Ernennung von Papst Benedikt zum Monsignore, mittlerweile ein aussterbender Titel. Nachdem er sich auch bei der liturgischen Gestaltung des Papstbesuches 2006 hohe Verdienste erworben hatte. Vielfältigkeit und breite Originalität zeigt Monsignore Kirchgässner auch in zahlreichen Publikationen. Ein kleines Büchlein hat er auch in unserem Heiligen Kreuzer B&B Verlag veröffentlicht, Deus Meus Amor Meus, mein Gott, meine Liebe, Florilegien aus dem Hohen Liedpredigten des Bernhard von Clairvaux, unser Herr Abt hat dazu ein Vorwort geschrieben. Monsignore Kirchgässner ist der allererste Referent in unserer neuen Vortragsreihe 7 über 7. Ich habe ihn gebeten, ein Thema zu nehmen, das 100%ig zu unserer Ordenshochschule und zu unseren Priesterstudenten passt, nämlich das Thema Küssen. Eine geistliche Berufung wählt man nicht, weil man Hungerleider der Liebe ist, wie unser Abt Maximilian immer wieder sagt, sondern weil man von Christus in eine andere Form der Liebe und des Verliebtseins berufen wird. Er küsse mich mit dem Kuss seines Mundes, war einer der meistkommentierten Verse der Bibel, des Hohen Liedes, des Alten Testamentes durch unsere heiligen Väter im 12. Jahrhundert. Er, das ist Christus, unser Bräutigam. Ich, das bin ich, kleiner sterblicher Mensch, ich Mönch. Ich freue mich, lieber Monsignore Kirchgässner, über Ihren Vortrag mit dem Titel »Vom Kusse Gottes trunken«. Bernhard von Clairvaux und der dreifache Gotteskuss. Hochverehrter Vater Abt, hochwürdiger Herr Rektor, Pater Karl, verehrter Herr Regens, verehrte Professorin Liturgicis, meine sehr verehrten Damen und Herren.
nach Heiligenkreuz, 39 Jahre, nachdem ich hier studiert habe, zurückkehren zu können, und zwar diesmal als Referent, ist eine sehr große Ehre. Hier bei den Söhnen des heiligen Bernhard über Bernhard von Clairvaux sprechen zu sollen, einerseits eine Art Ritterschlag, andererseits eine Einladung in den Löwenkäfig, und ich hoffe, dass ich gleich Daniel heil aus dieser Szenerie nach einer Stunde heraussteigen werde. Vom Kusse Gottes trunken. Eine erste Frage: Liebeslieder in der Bibel? Vom dreifachen Kusse Gottes bei Bernhard von Clairvaux zu sprechen, heißt, sich mit dem alttestamentlichen hohen Lied der Liebe, dem Bernhard ja diese spirituelle Metapher verdankt, zu befassen. Und dies wiederum bedeutet, sich zunächst von diesem außergewöhnlichen, nicht unmittelbar zugänglichen Buch der Bibel, das ja an keiner einzigen Stelle von Gott spricht und dennoch gottesvoll ist, zu beschäftigen. Das Hohelied Salomos sei, ich zitiere, die herrlichste Sammlung Liebeslieder, die Gott je erschaffen hat, so bekennt kein Geringerer als Johann Wolfgang von Goethe in seiner 1819 erschienenen Gedichtsammlung Westöstlicher Divan. Shir Hashirim, das Lied der Lieder, spricht, wie gesagt, an keiner einzigen Stelle expressis verbis von Gott und hat doch zu Recht Eingang in das Erste Testament gefunden, kennt doch dieses Buch nur ein einziges Thema, die Liebe. Kann man als Christ gemäß biblischem Zeugnis die Identifikation von Gott und Liebe bejahen? Ich erinnere an den ersten Johannesbrief 4, 8 und 16, Deus Caritas, Gott ist Liebe. Gehört das Hohelied zum schönsten, tiefsinnigsten und wertschätzendsten, was menschliche Worte über die Liebe und somit über das Wesen des unendlichen Gottes zu sagen vermögen? Zweitens zur Hermeneutik des Hohenliedes. Der Wiener Ordinarius für Bibelexegese des Alten Testamentes, wohnhaft in Passau, Ludger Schwienhorst Schönberger, vermerkt in der von ihm verfassten Einführung ins Hohelied des Stuttgarter Alten Testament-Kommentares, das Hohelied sei eine Sammlung von Liebesliedern, Zitat, in denen es um die erotische Liebe zwischen einem Mann und einer Frau, aber nicht explizit um deren Sexualität gehe. Es ist nicht zuvorderst ein Hochzeitslied, welche die in ihren Herzensregungen übereinstimmende Liebe zweier Menschen schildert, wie Bernhard in der ersten seiner 86 Predigten zu den Cantica Canticorum mutmaßt, das hat uns inzwischen die exegetische Forschung gelehrt. Vielmehr preist das Buch ohne Bezug auf Ehe, auf Fortpflanzung und Kinder die Liebe um der Liebe willen. Und darauf weist auch der jüdische Theologe Pinkas Lapid hin. Das Hohelied besinge, ich zitiere ihn, die große Kunst menschlichen Miteinanders nicht als Mittel zur Fruchtbarkeit und Fortpflanzung, sondern als sinnvoller Selbstzweck, der in Schönheit, Lust und Spiel, den beiden Antipoden der Sexualität, zur vertieften Menschwerdung verhelfe. Zitat Ende. Lar pour lar, beziehungsweise l'amour pour l'amour, wenn man so will. Doch wie ist dieses Kunstwerk zu verstehen, wie zu deuten, wörtlich oder in einem allegorischen Sinne? Martin Luther, Johann Gottfried Herder, Dietrich Bonhoeffer, Ottmar Kehl und mit ihnen viele andere Theologen und Exegeten geben dem Literalsinn den Vorrang vor einer Allegorese. Die neuere Auslegungsgeschichte erkennt jedoch wieder stärker die Intertextualität biblischer Texte und ist somit wieder nach Jahrzehnten für eine allegorische Deutung offen. Verschiedene Annäherungsweisen an das Hohelied haben also durchaus Tradition. In den Predigten Bernhards und seines Freundes Wilhelm von Saint-Thierry dominiert die von Origenes favorisierte mystische Deutung, die Christus, den Bräutigam, den einzelnen Mönch respektive den oder die Christen gegenüberstellt. Es finden sich auch Hinweise auf die seit Hippolyt von Rom übliche ekklesiologische Deutung, die im Bräutigam Christus erblickt und in der Braut die Kirche zu erkennen meint. Demgegenüber spielt dann bei Bernhard die mariologische, bis auf Ambrosius zurückreichende und seit Rupert von Deutz im 11. Jahrhundert favorisierte Auslegung keine Rolle. Bei allen Differenzen kann man wohl sagen, was in Umbertos
Umberto Ecos Roman »Der Name der Rose«, der alte William von Baskerville für den jungen Azum von Melk, ein Meister in Spiritualibus, ist, das kann das hohe Lied für den Menschen unserer Tage, insbesondere, wie ich meine, für junge Menschen von heute sein. Ein Meister, der den Novizen Mensch die Kunst des Lebens und der wahren Liebe zu lehren vermag. Und wer dazu zum hohen Lied auch noch die Enzyklika Amoris Laetitia von Papst Franziskus zur Hand nimmt, der mag auf dem Pfad der Liebe, welcher der Pfad Gottes ist, sicher wandeln und an der Schönheit der Liebe sich erfreuen. Drittens, die Sermone Super Cantica Canticorum des heiligen Bernhard von Clairvaux. Die 86 Predigten zum alttestamentlichen hohen Lied der Liebe sind sowohl das kostbarste als auch das umfangreichste und inhaltlich wohl, die anwesenden Patres mögen mir widersprechen, bedeutendste literarische Erbe des Zisterzienses. Höchstwahrscheinlich handelt es sich um eine Sammlung teils gesprochener, teils diktierter Predigten, das ist nicht mehr so ganz auseinander zu klabüstern, welche Bernhard ungefähr zwischen 1135 und 1153 konzipierte. Nur ein paar Angaben, die Sermones 1 bis 24 dürften im Advent 1135 bis Advent 1136 verfasst worden sein, die Sermones 25 bis 37 um 1138, 39, Sermo 65, 66 um 1143, Sermo 80, 1148 und die restlichen dann in seinen letzten Lebensjahren. Allein aus dem 12. Jahrhundert sind mehr als 100 Handschriften dieser Predigten erhalten, was für deren Beliebtheit und weite Verbreitung spricht. Nach einhelliger Überzeugung der Fachwelt handelt es sich nicht um wortgetreu vorgetragene und aufgezeichnete Predigten, sondern um redaktionell von ihm überarbeitete Texte. Die gesprochenen Predigten dürfen höchstwahrscheinlich von seinen Sekretären auf Wachstafeln stichwortartig aufgezeichnet worden sein, anschließend von Bernhard ausgearbeitet, überarbeitet, korrigiert, ehe die des Schreibens kundigen Mönche dann Kopien für andere Klöster anfertigten. Bei der Auslegung des 8 Kapitel und 14 Verse umfassenden biblischen Buches des Hohen Liedes kam Bernhard ja leider nur bis zu Kapitel 3, Vers 1, dann setzte der Tod dem Dr. Mellifluus ein Ende. Wir können uns gut vorstellen, dass die Gesamtausgabe im Falle der kompletten Kommentierung Bernhards noch deutlich umfangreicher geworden wäre. Der evangelische Historiker und Bernhard-Kenner Ulrich Köpf steht nicht an, Bernhards Kommentar zum Hohen Lied versammelt in Band 5 und 6 der Gesamtausgabe, die der berühmte Erasmus von Rotterdam zu den 10 besten Werken der Weltliteratur zählte. Ich zitiere Köpf, den Höhepunkt in der Geschichte mystischer Hoheliedeutung zu nennen. Viertens zu Bernhards Hermeneutik des Hohen Liedes. Bernhards Sermone Super Cantica Canticorum, ich zitiere, stellen sprachliche Schöpfungen von höchstem Rang dar. Sie gehören zu den kunstvollsten Werken, die das lateinische Mittelalter hervorgebracht hat, so Ulrich Köpf. Die Predigten sind rhetorisch, literarisch und sprachlich bis in den Satzbau hinein durchgestaltet. Der lateinische Text ist ein wahrer Genuss in der Lektüre. Die Wortwahl verrät bis in die Formung einzelner Wörter hinein feinstes Sprach- und Stilgefühl des Autors. Bedingt durch die mystisch-individuelle Deutung gewährt Bernhard in den Sermones zu den Cantica Canticorum sehr diskret, zuweilen chiffriert, doch ohne jegliche anmaßende Attitüde einen Blick in seine ganz persönliche Gottesbeziehung. Und das, denke ich, macht für uns heute die Relektüre spannend. Dieser ganz persönliche Blick offenbart einen zutiefst liebenden Mönch und Abt. Bernhard stößt dabei immer wieder auf die Schwierigkeit, das Unfassbare in Worte fassen, das Unsichtbare sichtbar und das Unsagbare begreiflich machen zu wollen und zu sollen. Und dort, das ist auch interessant, wo seine Sprache ins Stocken und Stottern gerät, weil ihm die Ausdruckskraft einfach versagt
Und welches Wort könnte auch ein mystisches Gotteserlebnis adäquat wiedergeben? Dort flüchtet er sich bemerkenswerterweise ins Gespräch. Also er macht direkt im Text Cut und geht, wenn ihm die Worte ausgehen, in das Gebet über. Der Aufstieg zu Gott, das ist der die 86 Sermones durchziehende rote Faden. Und bei seinen Ausführungen bedient sich Bernhard der Zahlensymbolik anfangs des dreifachen Kusses, des Fuß-, Hand- und Mundkusses. Im weiteren Verlauf kleidet er des Mönches Voranschreitung in der Gottesbeziehung in die vier Stufen der Selbsterkenntnis und der Gottesfurcht, der Gotteserkenntnis und Gottesliebe. Das wäre ein eigenes Thema. Auf dem Weg zum Ziel handelt Bernhard auch ausführlich über die Notwendigkeit der Hilaritas, der aus dem Herzen kommenden Glaubensfreude und der Heiterkeit des Herzens, über den zuvorkommenden Gott und über die den Menschen am Ende zu erwartende unverhüllte Gottesschau, die Einung des Menschen mit Gott. Bernhards Predigten enthalten an Mönche gerichtete, von zahlreichen Bibel- und Kirchenväterzitaten gespickte Unterweisungen in den Grundlagen des Glaubens und des geistlichen Lebens, die bis heute nichts, aber wirklich gar nichts von ihrer überzeitlichen Aktualität eingebüßt haben. Und genau deshalb ist es lohnend, die Predigten heute aufs Neue aus der reich gefüllten Schatztruhe der Kirche hervorzuholen und sie wenigstens in ausgewählten Passagen heutigen Sinn- und Gottsuchern zur Betrachtung zugänglich zu machen. Hier können im Folgenden von mir nur einige Pralinen an Sie gereicht werden, die Sie hungrig auf mehr machen mögen. Fünftens, der dreifache Kuss oder der geistliche Weg zu Gott. Bernhard handelt in den Hoheliedpredigten von den drei Stufen des geistlichen Aufstiegs. Zunächst vom Fußkuss. Der Anfänger übt sich nach seiner Bekehrung in Barmherzigkeit und Gerechtigkeit. Vom Handkuss. Der Fortgeschrittene bewährt sich durch gute Werke. Und schließlich vom Kuss des Mundes. Der Vollkommene tritt in die Einung mit Gott ein. Und mit den Sermones setzt Bernhard, wie ich meine, der Scholastischen eine monastische Theologie entgegen. Ein Zitat. Euch, Brüder, muss man anderes sagen als denen, die in weltlicher Gesinnung leben oder doch auf andere Weise. Dass man aber den geistlich Gesinnten festere Nahrung vorsetzen soll, lehrt uns in gleicher Weise der Apostel Paulus. So bereitet eure Kehle nicht für Milch, sondern für Brot. Brot wird uns bei Salomo gereicht. Und dieses Brot ist in der Tat ausgezeichnet und schmackhaft. Ich rede von dem Buch, das den Titel Lied der Lieder trägt. Wenn es gefällt, soll es aufgetragen und gebrochen werden. Zitat Ende. Mit diesen Worten leitet Bernhard seine 86 Hoheliedpredigten ein. Und was er zu den Cantica Canticorum im Folgenden sagen wird, ist an seine Mitbrüder gerichtet, die Kraft der Betrachtung des Buches Kohelet und der Sprichwörter bereits der Welt und Eigenliebe entsagt haben und nun auf dem geistlichen Weg voranschreiten bzw. schon vorangeschritten sind, sodass sie nun im Buch der Erfahrung lesen können. Das finde ich eine bemerkenswerte Bezeichnung. Das Hohelied ist für ihn das Buch der Erfahrung. Dem geht die Lektüre von Kohelet und den Sprichwörtern voraus. Nachdem sie also die Mönche die ersten Hügel erfolgreich erklommen haben, setzen sie nun zum steilen Aufstieg an. Und dazu bedürfen sie, Bernhard zufolge, nahrhafter geistlicher Kost, da hilft Bananenbrei nicht weiter. Der Abt hat bereits ausgemacht, wer das Brot brechen soll, damit es verdaut werden kann und nähren kann. Nicht er selbst, wie man vielleicht mutmaßen würde, sondern allein derjenige, der es auch den Emmausjüngern gebrochen und ausgeteilt hat, der Herr. Und wie notwendig dieses Brot respektive Wortbrechen ist, zeigt sich damals wie heute am großen Hunger der Menschen, die vergeblich auf Mitmenschen warten, die ihnen dieses Brot reichen. Sie haben es vor Beginn kurz angedeutet. Ohne Christus als Brotbringer verdrängen zu wollen, macht sich Bernhard auch die Aufgabe, den Herrn bittend, ich zitiere ihn, brich, o Gütigster, den Hungernden dein Brot, freilich, mit meinen Händen, manibus meis,
wenn du mich für würdig hältst. Jedoch tuis viribus mit deiner Kraft. Und nach dieser Einleitung setzt sich Bernhard 9 Predigten mit dem ersten Vers des Hohen Liedes auseinander. Dieser bildet gleichsam die Voraussetzung, um seine Rede vom dreifachen Kuss überhaupt verstehen zu können. In der neuen Einheitsübersetzung, die demnächst erscheinen wird, lautet dieser erste Vers neu übersetzt, ich zitiere, mit Küssen seines Mundes küsse er mich. Bernhard hingegen dient nicht der hebräische Text, sondern die Vulgata, die lateinische Bibelübersetzung des Hieronymus, als Vorlage seiner Predigten. Und dort lautet der erste Vers, ich zitiere wieder, osculetur me osculo oris sui, zu Deutsch, er küsse mich mit dem Kusse seines Mundes. Eine wahrlich eigenartige Formulierung, wie Bernhard selbst bemerkt, er küsse mich mit dem Kuss seines Mundes, das befremdet zunächst. Bernhard erbietet weder Visionen noch Traumbilder für sich. Er begehrt auch nicht den Kuss eines Engels oder Menschen, vielmehr hegt er nur einen einzigen Wunsch. Genau diesen ersten Vers, er selbst küsse mich mit dem Kusse seines Mundes. Der demütige Mönch erkühnt sich nicht, von seinem, sprich Gottes eigenen Mund, geküsst zu werden, sondern vom Kuss des Mundes. Wir werden auf diese eigenartige Formulierung zurückkommen. Und jetzt setzen wir beim Fußkuss an. Ich glaube, man muss noch vorausschicken, dass diese Redeweise in einer Zeit, wo das höfische Protokoll gang und gäbe war, Bernhard mit dem burgundischen Herzogshaus ja auch verwandt war, damals den Menschen näher lag als uns heute. Ich beginne wieder mit einem Zitat. Wenn aber einer vom Munde Christi den geistlichen Kuss auch nur ein einziges Mal empfangen hat, dann drängt ihn in der Tat die eigene Erfahrung weiter und er verlangt voll Freude einen neuen Kuss. Mit diesen Worten eröffnet Bernhard die dritte Ansprache zum Hohen Lied. Der einmal empfangene Kuss mehrt die Sehnsucht, vergrößert den Hunger und verstärkt den Durst. Doch in seiner Bescheidenheit mahnt sich Bernhard nicht an, seinen Mund dem Munde Gottes gleichsam entgegenzustrecken. Vielmehr findet er sich, er ist schicklich, sich gleich dem Zöllner zu Füßen des Herrn zu setzen. Dieser Platz, so sagt er, ist dem Menschen angemessen, hat sich doch auch die Sünderin zu Füßen des Herrn niedergelassen und dort, nun kommt ein wunderbarer Vergleich, dort die Sünde ab und die Heiligkeit angelegt. Darum ist dieser erste Kuss so wichtig, die Sünde ab und die Heiligkeit angelegt. Ihr Beispiel, so Bernhard, gilt es nachzuahmen, die Füße des Herrn zu empfangen, sie mit Küssen zu besänftigen und mit Tränen zu benetzen, nicht um den Herrn zu waschen, sondern um von ihm, durch ihn, von den eigenen Sünden reingewaschen zu werden. Und folglich betrachtet Bernhard diesen Kuss als Friedenskuss, weil er Kraft der Vergebung den durch die Sünde gestörten Frieden zwischen Gott und den Menschen wiederherstellt. Erst wenn der Friedenskuss aufgedrückt und der Vergebungsruf des Herrn ertönt ist, erst dann darf sich die Seele erheben, freilich noch nicht, um sich zum Kuss des Mundes aufzuschwingen, sondern, wenn Sie so wollen, zur Zwischenstation, dem Handkuss. Der geistliche Weg, wofür der dreifache Kuss ja Metapher ist, setzt also ganz unten gleichsam zu Füßen des Herrn an. Und von dort führt er peu à peu in die Höhe, bis der Mensch seinem Herrn Auge in Auge gegenübersteht und ihn schauen darf. Sich ernsthaft und entschlossen auf den Weg zu Gott zu machen, heißt also, sich zunächst zu Füßen des Herrn zu setzen, das alte Gewand der Sünde ab und das neue Gewand der Heiligkeit anzulegen. Das ist aller Mönche und Menschen geistlicher Weg Anfang. Um in seiner anthropomorphen Redeweise nicht missverstanden zu werden, betont Bernhard in Sermo 6 die Körperlosigkeit Gottes. Da aber der Logos Sarx wurde, sprich Gott in Christus Menschengestalt angenommen hat, kann Bernhard in der Predigt Gott durchaus Körperlichkeit zusprechen, die er im Folgenden auch präzisiert. Seine Mönche ermutigt er,
beide Füße zu umfassen. Und er gibt diesen beiden Füßen auch eine allegorische Deutung. Dem einen schreibt Bernhard Erbarmen, dem anderen Gericht zu. In der Mehrerau-Übersetzung heißt es Gerechtigkeit. Ich weiß nicht, was näher liegt. Nach meinem Empfinden Gerechtigkeit. Der eine bringt Hoffnung, der andere Furcht, nämlich Ehrfurcht hervor. Wer vom Schmerz über die Sünde und von der Furcht vor dem Gericht und der Gerechtigkeit Gottes geplagt wird, der drückt den Kuss auf den Fuß der Wahrheit und des Gerichtes. Wer jedoch die Furchtkraft der Güte Gottes und der Hoffnung auf seine Gnade zurückdrängt, der küsst den Fuß des Erbarmens. Um von der Furcht nicht verschlungen und von der Hoffnung auf Barmherzigkeit nicht in falscher Selbstsicherheit gewogen zu werden, rät der Zisterzienser zum Kuss beider Füße. Auf dieses Wort folgt dann ein entwaffnendes Selbstbekenntnis, das sich, wie ich meine, in dieser Klarheit selten bei Bernhard findet. Und damit möchte ich ganz heftig einem kursierenden Bernhard-Buch widersprechen, das sagt, es gäbe bei Bernhard überhaupt keine Anhaltspunkte für das, was wir mystische Erlebnisse nennen. Also das möchte ich zutiefst in Frage stellen. Ich zitiere: Mir armen Menschen ist es bisweilen gegönnt gewesen, zu Füßen des Herrn zu sitzen und bald diesen, bald jenen Fuß mit ganzer Ehrfurcht zu umfassen, soweit mich seine Güte seiner Nähe würdigte. Ein wunderbares, wie zugleich demütiges Selbstzeugnis des Aufstiegs zu Gott. Und damit 5.2, der Handkuss. Der Fokus des Fußkusses liegt also, wie übrigens auch die vier Stufen der Selbsterkenntnis, Gottesfurcht, Gotteserkenntnis und Gottesliebe, es ist immer ein Zahlenspiel, ein allegorisches Spiel für den Aufstieg des Menschen zu Gott. Der Fokus des Fußkusses liegt also nach dem Erschrecken über die eigene Sündhaftigkeit und Bedürftigkeit und der Furcht vor dem Gericht im Erbarmen Gottes. Bernhard bleibt nie im Negativen stehen, sondern geht voraus. Doch Vergebung, die folgenfrei bliebe, wäre vergeblich, ja kontraproduktiv, wenn ihr nicht der Wille und die Kraft zu einem neuen Leben folgte. Das erfordert Zeit und Geduld und ein gewisses Maß an Durchhaltevermögen, weshalb es klug ist, so Bernhard, nicht zu drängeln. Lieber kleine Schritte, die tatsächlich vorwärts führen, als große Schritte ins Verderben. Und daher ist es klug, auf dem langen und steilen Weg vom Fuß zum Mund bei der Hand Zwischenstation einzulegen und diese zu küssen. Wie der Handkuss am burgundischen Hof den Geküssten ehrte, so gilt der Handkuss des Mönches der Ehre Gottes. Der Gottsucher küsst die Hand seines Herrn, der Narziss seine eigene Hand. Wie schon beim Fußkuss verweist Bernhard auf die beiden Hände des Herrn. Und wiederum kommt eine wunderbare Deutung, die eine wäscht die Sünde ab, die andere richtet den Sünder auf. Der eine schreibt er Fülle zu, sie gewährt ihm Überfluss, der anderen Stärke, verteidigt sie mit Macht, was sie gegeben hat. Bernhard hält sich nun nicht länger beim Handkuss auf, das fällt auf, also dieser Abschnitt ist in diesen Predigten eher im Vergleich zum Fußkuss und Mundkuss kurz gehalten, zumal es sich ja, ich interpretiere Bernhard jetzt salopp, nur um einen Boxenstopp handelt, sondern geht im Folgenden gleich zum dritten und entscheidenden Kuss über, dessentwegen er überhaupt über die beiden ersten Küsse gesprochen hat. 5.3, der Kuss des Mundes. In Gnade und Zuversicht gewachsen, im Bitten vertrauensvoller und im Lieben glühender geworden, wird der Mensch nun zum Kuss des Mundes zugelassen. Die einzeln zu erklimmenden Stufen markieren die Ernsthaftigkeit des Weges der Nachfolge und die Zielstrebigkeit des Menschen auf Gott hin. Zu Füßen des Herrn gilt es, Gottes Vergebung zu erbitten, dann die Hand zu ergreifen, die den sündigen Menschen schließlich zum Kuss des Mundes aufrichtet. Erst wer zweimal die göttliche Gnade empfangen hat, Fuß- und Handkuss, darf Heiligeres wagen. Ich zitiere: Wenn du diesen Punkt erreicht hast, wird dir, glaube ich, jenes Höchste nicht mehr verweigert werden, was immer es sei, der Kuss der höchsten Gunst
voll wunderbarer Süße, der Kuss des Mundes. Jetzt darf der Mensch Gott schauen, jetzt darf er ihm Auge in Auge gegenüberstehen, denn nun hat er sein Dasein als Sklave und Tagelöhner abgelegt und ist zum Liebenden geworden, jetzt darf er ihn küssen. Und dieser Kuss zeigt eine gewaltige Wirkung, die Bernhard, ich zitiere, nur unter Zittern und Beben auszusprechen wagt. Wenn wir uns im heiligen Kuss an ihn binden, werden wir ein Geist durch seine Huld. Damit zitiert er 1 Korinther 6,17. Noch einmal sei nach der Bedeutung der eigenartigen Vulgata-Formulierung Osculetur me, osculi oris sui, er küsse mich mit dem Kusse seines Mundes, gefragt. Und Bernhard deutet das wie folgt. Dieser Kuss wird vom Höchsten, dem Gleichhohen, vom Ewigen, dem Gleichewigen, vom Einen, dem Einzigen, also vom Vater, dem Sohn, aufgedrückt. Er verbindet Vater und Sohn. Christus ist folglich, und jetzt kommt ein ganz starkes Bild, gerade im Hinblick auf Weihnachten. Christus ist folglich der Mensch gewordene Kuss des ewigen Vaters, Kuss pro nobis für uns Menschen. Ja, Bernhard geht noch weiter und erkühnt sich zu sagen, ich zitiere ihn, wenn sich also Vater und Sohn gegenseitig küssen, was ist ihr Kuss dann anderes als der Heilige Geist? Welch wunderbare theologische Deutung. Der Heilige Geist ist der aller Zeit vorausliegende Kuss des Vaters und des Sohnes. Das wäre mal eine ganz eigene Pfingstpredigt und Betrachtung wert. Und was hat es mit dem Kuss des Mundes auf sich? Wenn nun der Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Jesus Christus, wenn also der Bräutigam seine Braut, die Kirche, küsst, so wird diese Kraft des Kusses gleichsam vom Heiligen Geist überströmt und dieser Kuss weckt, ich zitiere Bernhard, bei den Schwachen den Glauben und befriedigt bei den Vollendeten die Sehnsucht. Meine Damen, meine Herren, was lässt sich vom Gott und Vater Jesu Christi Schöneres sagen, als dass er uns Menschen in Christus seinen Kuss aufdrückt und uns Kraft dieses Kusses mit dem Heiligen Geist überströmt? Wenn wir in der dritten Stufe am Ziel angekommen sind, es wird noch lange dauern, dürfen wir uns zum Kuss erheben und diesen Kuss des Vaters, den er uns im Mund des Sohnes aufdrückt, erwidern. Und damit ist Bernhard im Zentrum christlicher Mystik angelangt, bei der Einung des Menschen mit Gott. Wir können auch sagen, der geistliche Weg, der drei Schritte des Menschen zu Gott, für den ja Fuß-, Hand- und Mundkuss symbolische Deutung sind, ist nichts anderes als der mystische Weg der Gotteinung. Sechstens, die theologische und spirituelle Bedeutung des dreifachen Kusses. In der neunten Predigt zum Hohen Lied fasst Bernhard seine bisherigen Gedanken zum ersten Vers, er hält sich immer noch beim ersten Vers des Hohen Liedes auf, zusammen. 9 von 86 langen Predigten hat er den ersten Vers zum Hohen Lied gewidmet. Nun gilt es, fortzufahren. Noch einmal will Bernhard Worte, die bis auf den Grund seiner Seele blicken lassen, ich zitiere, ich finde keine Ruhe, sagt die Braut, wenn er mich nicht mit dem Kuss seines Mundes küsst. Ich danke für den Kuss der Füße, ich danke auch für den Kuss der Hand, aber wenn er noch irgendeine Zuneigung zu mir fühlt, dann küsse er mich mit dem Kuss seines Mundes. Ich bin nicht undankbar, aber ich liebe. Ich gestehe, ich habe empfangen, was meine Verdienste übersteigt, aber für mein Verlangen ist es zu wenig. Sehnsucht. Nicht Vernunft ist mein Ratgeber. Werf mir bitte nicht Vermessenheit vor, wo die Leidenschaft mich verbrennt. Lesen Sie das bitte nach und lassen Sie sich diese Sätze auf der Zunge Ihrer Seele zergehen. Das Ziel wird hier noch einmal ganz klar. Der Mensch, respektive der Mönch, darf ja nicht bei der ersten Stufe stehen bleiben. Stillstand bedeutet für Bernhard immer Rückschritt. Der Kuss der Füße bildet den Auftakt. Der Kuss der Hände symbolisiert den Aufstieg, das Ziel aber ist der Kuss des Mundes. Und zu diesem Ziel treibt Bernhard ein ungemein starkes Verlangen
Und welcher Liebende, seien wir ehrlich, gäbe sich mit dem Kuss von Fuß oder Hand auch zufrieden? Der Mund ist das Ziel und der Antriebsmotor hierfür ist die Bernhard und ich denke allen Menschen innewohnende Sehnsucht, ja eine Leidenschaft, die ihn geradezu verbrennt. In meiner seelsorglichen Tätigkeit mache ich die Erfahrung, gerade mit Menschen, die sagen, sie seien glaubenslos, sie sind es dann oftmals gar nicht, dass genau diese Sehnsucht sie umtreibt. Sie wissen oft nicht, wonach, aber das ist für mich ein ganz wichtiger Ansatzpunkt, den wir bei Bernhard für heute lernen können. Bernhard sieht im Lied der Lieder ganz klar, ich sag mal, sein biblisches Buch, welches die Gotteserfahrung befördern kann. Und genau danach sucht ja der Skeptiker des 21. Jahrhunderts. Er sehnt sich nach einem Gott, mit dem er in direkten Kontakt treten, mit dem er in Berührung kommen kann. Und das verweist die über Jahrhunderte dominierende scholastische Theologie nicht einfach auf den Komposthaufen der Theologiegeschichte. Vielmehr wird ihr als Partnerin die monastische Theologie als wichtige Ergänzung und Korrektiv zur Seite gestellt. Vielleicht sollten das unsere Hochschulen noch stärker rezipieren. Kein geringerer als der Namensgeber dieser Hochschule, unser Papa Emeritus Benedikt, hat dies in seinem Pontifikat befördert. Es ist interessant, dass ausgerechnet der Dogmatikprofessor scholastischer Prägung der monastischen Theologie in unserem Jahrhundert zum Durchbruch neuerlich verhilft. Theologie, die auf der rational-argumentativen Ebene stehen bliebe, und dort, wo sie stehen geblieben ist, dann kann man das verifizieren. Und die monastische Theologie ausblendete, wäre durchaus streng wissenschaftlich und very sophisticated. Doch vom Glauben, Kraft eigener Gotteserfahrung Zeugnis zu geben, kann wohl nur derjenige, der gleich Bernhard in Libro Experientiae gelesen hat. Bernhard jedenfalls steht nicht an, die Erfahrung seine Magistra zu nennen. In der Krise heutiger Gotteserfahrung sucht der Mensch nicht in erster Linie nach theologischen Formeln, sprich Dogmen. Er zaudert auch mit dem Sprechen des Credo. Was er sich hingegen erhofft, doch in der Kirche des Westens leider selten findet und ihn folglich immer wieder in die arme asiatische Religionen treibt, ist eine unmittelbare Gottesbegegnung, die ihn gleich einer Teresa von Avila mit dem Pfeil der Liebe Gottes verwundet. Das wäre für den modernen Menschen, nun bemühe ich Bernhards Vokabular, mirabiliter singularia et singulariter mirabilia, wunderbar einzig und einzig wunderbar. Heute Bernhards Hohelied-Predigten lesen und betrachten heißt daher, einem Meister der Gotteserfahrung zu begegnen. Und aus diesem Grunde erachte ich ganz persönlich Bernhard von Clairvaux als den idealen Patron der Neuevangelisierung und Missionierung, der uns Gottsucher Kraft seiner innigen, im dreifachen Kuss zum Ausdruck kommenden Christusbeziehung Gott spürbar näher bringen kann. Verehrte Damen und Herren, ich komme zum Schluss. 9,5 Predigten spricht Bernhard vom Kuss, vom Kuss des Kusses, als er plötzlich innehält und freimütig bekennt, ich zitiere in der Übersetzung, lange genug haben wir uns mit diesem Kusse aufgehalten. Doch muss ich ehrlich bekennen, ich habe mich noch nicht würdig genug darüber ausgedrückt. Denn, und nun kommt ein wunderbares Wort, das ich ans Ende setze, denn Melius impressum quam expressum, ein Kuss wird halt leichter aufgedrückt, als ausgedrückt, voilà, dem ist nichts hinzuzufügen.